Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of the Return of Link. Im letzten Part haben wir den zweiten Dungeon abgeschlossen und Bonastron besiegt. Dieses Riesenskelett war das, glaube ich. Und ich war hier gerade auf dem Rückweg, also wieder zurück zu die Wälder. In die Wälder wurde uns ja gesagt, dass es dort etwas zu finden gibt. Oder hat irgendjemand hat gesagt, dass wir da wieder hingehen sollen. Und ja, auf dem Weg habe ich gerade eben noch dieses kleine Secret gefunden und das hat ein Herzteil gegeben. Sehr schön. Also die Herzen sind ja hier extrem wichtig bei der Map, weil man halt immer, zum Beispiel die Dungeons immer wieder von vorne machen muss. Also ja, sollte man schon mitnehmen. Gut, dann würde ich sagen, cutte ich dann und wir sehen uns gleich wieder bei der entsprechenden Stelle in den Wäldern. Bis gleich. Aha, nochmal kurz, nochmal so eine Stelle. Mit einer Bombe. Ich schätze mal, hier wird nur, ein Rubin oder sowas sein, eben. Aber trotzdem, es ist ein kleines Secret. Cool. Gut, dann bis gleich. So, da wären wir beim Deku-Baum angekommen und ich bin gespannt, wer uns hier hingerufen hat. Denn, ja, wir wissen es nicht. Es kam einfach eine Stimme, die gesagt hat, geh zum Deku-Baum und da sind wir. Ah, gut, dass du endlich da bist, Link. Ich dachte schon, dich hätte meine Stimme nicht erreicht. Der Deku-Baum, oder was? In der Tat war ich es, der zu dir gesprochen hat. Ich bin der Sprössling, der direkte Nachkomme des großen Deku-Baums. Ich habe dich schon länger durch meine Gedanken beobachtet. Du kommst mir so einsam vor, jetzt wo dich Navi nicht mehr begleitet. Aha, es spielt also nach AOT. Da habe ich mir etwas einfallen lassen. Ich werde dich nun öfters über Gedanken über etwas informieren. Dann hast du immer einen Mitstreiter an deiner Seite. Aber eigentlich nach AOT kommt doch instant Majora's Mask, oder nicht? Mal wie ist das einzuordnen? Ich glaube, er sollte eigentlich da vorne irgendwo stehen. Richtig? Link, eines noch. Begib dich nun zum Hylia-See, entgegen der Richtung, in die die Wolken ziehen. Okay, cool eigentlich gemacht, dass man sagt, entgegen der Held, entgegen. Das heißt dahin. Okay. Na, zum Hylia-See also. Da kommen wir jetzt bestimmt zu den Soras. Ein bisschen Zelda-typisch, zuerst Goron, dann Soras. Oh, das heißt auch ein Wasser-Dungeon wartet jetzt wahrscheinlich auf uns. Oh, wow. Die sind meistens besonders knackig. So, aber schauen wir mal. Ich frage mich nur, wo das jetzt sein soll, weil eigentlich entgegen der Wolken müsste er hier irgendwo sein, oder nicht? Was ist hier? Nichts. Ich meine, ich habe mich... Oh, was ist hier los? Ich finde das grausam. Haben wir das schon, nicht schon gelesen? Im ersten Part? Ja, das können wir auf jeden Fall schon. Das wurde irgendwie noch einmal getriggert. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Ich schau mal kurz, aber ich denke mal nicht, dass es hier weitergehen wird. Hat halt irgendwie Sinn für mich gemacht, so entgegen der Wolken oder so. Ich werde zurück zur Steppe gehen und mich da ein bisschen umschauen. Aber das werde ich für euch natürlich cutten, weil, ja, das ist jetzt nicht so spannend, nicht wahr? Also bis gleich. So, da wären wir. Wir folgen einfach mal diesem Fluss hier und da ist der Hylia-See. Aber die Wolken... Nein, es passt. Entgegen der Richtung, der die Wolken ziehen. Die Wolken ziehen nach da und wir gehen genau entgegen. Cool gemacht eigentlich. Dass man das mit einbaut. Finde ich sehr nice, muss ich sagen. was ist das denn? Soll das ein Gerone sein oder was? Sieht ja witzig aus. Warte, ich geh da mal hin. Was ist denn das? Oder ein kleines Rätselchen vielleicht. Okay, rot ist 1, 2, 3, 4, 5. Weiß nicht, ob das irgendwie wichtig wird. Ich werde es mir jetzt eh nicht merken können. Hier geht's jetzt weiter. Geil. Und wir sehen schon, wir brauchen die Bomben. Ansonsten kommen wir hier nämlich gar nicht weiter. Ja, also das ist natürlich dazu, um zu verhindern, dass der Spieler hier schon früher hinkommt. Wir haben hier
enge Gänge, wie es aussieht. Ein, ja, schluchtmäßig, aber passt ja auch zu einem Bach, nicht wahr? So, vielleicht haben wir da sogar noch ein kleines Secret, das checken wir natürlich ganz kurz aus. Wie gesagt, die Herzen sind wichtig und noch ein weiteres Herzteil würde ich begrüßen. Ich hätte vielleicht auch mal zu den Goronen gehen sollen, um mich da genauer umzuschauen. Mache ich vielleicht mal, mache ich nach dem nächsten, nach dem dritten Dungeon. Ich passe dann wahrscheinlich auch so einen kurzen Herz-Rush, keine Ahnung, also halt kurz mal so ein paar Secrets auschecken, in der Hoffnung noch ein paar Herzteile zu finden. Ich meine, ich werde es nicht auf 100% spielen, aber zumindest ein paar Herzteile mitnehmen kann nicht schaden. Ich würde jetzt nicht wie Inspektor alle Herzteile sammeln. Aber ja, zumindest ein bisschen was würde ich schon gerne machen. Hallo, kannst du mal aufhören? Wo ist das Viech? Lass mich in Ruhe, Alter! So. Einfach nur, damit wir das hier ein bisschen frustfreier schaffen, weil ich kann mir halt vorstellen, wenn später die Gegner auch noch stärker werden, kann das sehr nervig werden. Und da kann das ein oder andere Herz mehr sicherlich nicht schaden, ja. Okay, wir folgen einfach mal dem Fluss. Kommen zu einem großen Steingebilde. Was ist denn das? Mitten hier einfach so im Wald. Sieht ja interessant aus. Jetzt haben wir plötzlich Eis. Holy crap, was ist das? Link, ich bin es. Der Sprössling des Lego-Baums. Irgendetwas Schreckliches ist hier passiert. Alles ist zugefroren. Ja, ach Blitz, das habe ich auch schon gemerkt. Kein Sauer weit und breit. Link, ich spüre hier im Gebiet eine böse Aura. Sei bitte vorsichtig. Okay, bin ich. Und ich habe jetzt vom Wookie erfahren, kann dieses scheiß Mikro bitte einmal stehen bleiben? Ich weiß nicht, das geht gerade die ganze Zeit nach hinten. Das ist äußerst nervig. Warte mal kurz. Ah, fuck, das war der falsche. Ja, das mal ganz kurz, nämlich... neu verlagern im Gewicht. Da muss ich es ein bisschen nach hinten machen und dann passt es wieder. Was ich ehrlich sagen wollte, ich habe nämlich vom Puki erfahren, dass der Lord Blue Eye alle Tracks selber gemacht hat. Das finde ich schon ziemlich cool. Weil sie sind natürlich inspiriert von Original-Tracks. Ich glaube auch der vom zweiten Dungeon war inspiriert von dem Twilight Princess Track. Ist natürlich okay, klar. Aber... ja, das finde ich eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Also, not bad, dass er hier alles selber baut, ist schon ganz schön cool. So, ich glaube, da war nichts mehr, weil da kommt man überall nicht weiter. Deswegen folgen wir einfach mal diesen Fledermausgang hier, würde ich vorschlagen. Und schauen wir doch mal, wo uns das hinbringt. Eine Höhle oder sowas. So, mach mal einen Abgang. Boah, wie ich durchskille hier gegen die Fledermäuse. Früher haben sie mich zerstört. Jetzt ist es andersrum. So, piss dich. So, wo kommen wir jetzt hin? Zu den Soras. Was ist das hier? Ach, schaut mal, das ist von dem Flussauflauf. Da kommen wir runter wieder. Das ist eine Abkürzung. Gut. Und hier kommen wir dann wohl wirklich zu einem See. Also wir wollen ja eigentlich zum Hylia-See, ne? Den Hylia-See habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Alter, killt doch mal. Die blöden Spinnen. Also entweder haben die Gegner hier echt viele Leben oder man selber ist echt noch sehr schwach. Ich glaube, man hat einfach nur quasi ein Holzschwert, deswegen brauchen jetzt 5 Milliarden Hits die ganzen Gegner. Echt viel. So, was ist das hier? Okay, ich glaube, da kommen wir noch nicht weiter. Könnte allerdings der Dungeon sein. Ich weiß es natürlich nicht, aber könnte sein. Was ist das da? Okay, da ist irgendwas zugefroren. Ich schätze mal, wenn man das dann im Dungeon schafft oder irgendwas, oder vielleicht ein Item hat, dann kann man da weiterkommen. War hier nicht gerade offen? Doch, da vorne war offen. Wollte schon sagen, du. Was? 50 Totenschädel? Habe ich so viel? Ich habe 64. Das heißt, wir können sogar eintreten. Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Okay, ah, muss ich das? Ja, man muss alles machen. Ich schätze mal, da kommt man dann, bekommt man irgendwas Cooles. 50 Schleimbälle, ich habe 4. Ups. Und Federn habe ich 20. Naja. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, eine Belohnung oder ist das dann einfach nur so ein Kampfraum oder? Was ist das genau? So, jetzt schauen wir doch mal hier. Das ist ein See, der nicht besonders tief ist. Eher so ein Planschbecken, würde ich sagen. Kennt ihr das? Also von früher vom Schwimmbad oder so. Da gibt es immer dieses große Schwimmbecken und da gibt es dieses für die Kleinkinder, wo man quasi drin stehen kann. Das ist ja auch so. Ich meine, Link steht quasi auch im Wasser.
Also deswegen meine Bezeichnung Planschbecken. Die Spinne planscht auch schon, aber nicht mehr lange, weil ich sie jetzt gleich töten werde. Ja, haha. So. Okay. Alles schön und gut. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, also da kommt man noch definitiv nicht rein, außer mit einem Bombentrick. Aber wie gesagt, das lasse ich. Ich möchte hier nicht rumbuggen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Lord Blue Eye das nicht möchte. Ja, weiß nicht, ist denn hier noch irgendwas oder was? Aber da ging es auch nicht weiter. Und wie gesagt, der See ist überhaupt nicht tief, also da kann auch nichts dran sein. Oh, wait, was ist das? Wie fies! Ist hier jetzt irgendwas Großes oder. Es sieht schon so aus. Oha, wie fies ist denn das? Das habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. Ist voll versteckt hinter dem Wasserfall, als ob es ein Secret wäre. Da geht es hier einfach weiter. Oder vielleicht geht es auch gar nicht weiter. Wow. Auf jeden Fall ist hier irgendwas. Und zwar Augen-Slimes. Coole Textur auf jeden Fall. Muss man ihm so lassen, aber irgendwie sind sie ganz schön dreist und lästig und oh. Aber es sind aber ganz normale Slimes, oder? Also nur die Textur ist anders. Also wie gesagt, die Textur mag ich, ja. Die sieht cool aus. Aber erinnert nichts daran, dass ihr eigentlich keine neuen Gegner seid. Und deswegen keine große Schwierigkeit für mich. So, ja, alle kratzen sie ab hier. Ja. Sehr gut. Wow, was geht ab? Cool gemacht auf jeden Fall. Oh, wart ihr also daran schuld, dass hier überall Eis war? Mhm. Ist ja interessant. Heißt das also jetzt, dass da drüben auch kein Eis mehr ist? Das wäre natürlich super. Aber wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Ist hier unten noch was? Bestimmt. Ja, da ist noch was. Okay, aber nichts Großes, wie es aussieht. Nur ein kleines Secret. Kann ich hier bitte mal rausgehen? Hallo, Link. Kannst du da bitte rausgehen? Link? Nö, Link geht ehrlich raus. Egal. Doch, was uns halt so. Er wollte wirklich nicht rausgehen. Okay, die Lampe brauche ich jetzt nicht. Ja, hallo, wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen? Oder gibt es hier noch irgendwas? Vielleicht muss ich da hingehen oder so und dann wegteleportiert. Ja, okay, scheint so. Gut. Ah ja, schaut mal, das komische Eistor weg. Und ich kann. Oh. Oho. Bis auf einen Eisbalken ist hier auch alles weg. Vor allem, plötzlich ist alles Eis weg. Die Soras sind so plötzlich unter so einer Eisschicht. Das ist nicht voll unlogisch. Ich meine, als ob die Soras so lange unter so einer Eisschicht überleben konnten, oder? Das ist ein bisschen witzig, aber egal. Okay, so das reicht. Da werden wir uns gleich umschauen, oder werde ich jetzt da rein teleportiert? Ja, cool. Also sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ich hoffe, wir können auch jetzt endlich mal spielen. Okay, da sind wohl die königlichen Soras oder so. Ja, ich schaue da schon vorbei. So, danke. Was denn jetzt noch? Hä? Ich glaube, das war gerade ein Bug. Oh nein, jetzt muss ich es nochmal anschauen. Oh Gott. Wieso machst du keinen Memory-Trigger dahin, dass es nur einmal ausgeführt wird? Muss ich mir nochmal diese ganze Ewig-Sequenz anschauen. Ja, ich würde sagen, das kann ich für euch, weil das natürlich jetzt nicht besonders spannend ist. Also bis gleich. So, hoffen wir, dass sie nicht noch einmal getriggert wird, diese Sequenz, denn sie ist schon etwas länger. So, also hier kenne ich mich jetzt schon gut aus und sowas reich. Jetzt haben wir die Sequenz gesehen. Ah ja, schaut mal, jetzt kommt noch raus. Da hinten ist jetzt dieser Teleportpunkt. Das habe ich eigentlich vorhin vermisst. Jetzt haben wir's. Kann ich da jetzt aber trotzdem hoch? Ich meine, jetzt ist ja sogar nichts mehr im Weg, dass ich hier nicht lang könnte. Okay, das ist wirklich schlecht gemacht. Also das ist wirklich richtig schlecht gemacht. Einfach ein paar Clipblöcke hingehauen. Also das ist, uff. Egal. Nee, ich sag mal nichts weiter dazu.
Schauen wir uns lieber an sowas reich um. Das sah doch schon ganz vielversprechend aus, oder? Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Dun dun. So, jetzt kommen wahrscheinlich wieder meine Freunde wieder. Natürlich, ihr spawnt immer wieder. Wie soll es anders sein? Ja, komm, lass mich doch Ruhe, Alter. Alter, ist doch gut. Boah, die nerven übelst. Ich verstehe nicht, warum die jedes Mal wieder spawnen, wenn man stirbt. Nee, nicht mal, wenn man stirbt. Die spawnen immer wieder, wenn man hier langläuft. Wenn sie spawnen würden, wenn man stirbt, meinetwegen. Aber wenn sie immer wieder spawnen, wo bist du denn, Alter? Meine Fresse, ich sehe die nicht mal. Blöden Drecksviecher. So. Da wären wir. Aua. Ja, das kann ich auch bestätigen. Die Fledermäuse nerven wirklich. Weil der tolle Lord Blue die immer wieder spawnen lässt. So. Creeperhöhle voraus, betreten auf eigene Gefahr. Auch Creeperhöhle, das hört sich crazy an. Ah, drei Stück. Ist ja easy. Ups. Aua. Ja, komm bitte, sterb. Es gibt mir Gunpowder hoffentlich oder auch nicht. Aber auf jeden Fall kriege ich hoffentlich eine Belohnung dafür, dass ich hier den ganzen Creeper abschlachte, oder? Oh, es hat gelaggt. Was war das? Übelst fies. So. Wow, gibt's noch eine Belohnung? Nö. Toll, wieso? Wieso habe ich jetzt gekillt? Voll useless, egal. Wer bist du? Irgendwo ist dein Schatz. Ah ja, schaut mal, das ist hier jetzt eine richtige tiefe Höhle, wie es aussieht. Aber beim Hylia See waren wir immer noch nicht, oder? Oder kam der schon? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Weil das war ja eigentlich unser Ziel, der Hylia See. Okay, da sollte man, glaube ich, nicht reinspringen. Oh, doch, man kommt. Anscheinend kommt man wieder raus. Haben wir vielleicht ein Secret hier irgendwo? Ja, natürlich haben wir ein Secret. Also das finde ich bisher wirklich, muss ich sagen, sehr geil bei der Map, dass es so viele kleine Secrets gibt. Also, man wird wirklich belohnt, wenn man sich umschaut. Das finde ich super. Und oftmals ist dann da einfach nichts oder keine Ahnung. Das finde ich echt sehr gut. Also, Secrets sind gut versteckt auch. Also, ich habe jetzt nicht alle Feen zum Beispiel im ersten Durchlauf gefunden und so. Das ist schon sehr gut. Also, das finde ich bei der Map bisher wirklich sehr gut, muss ich echt sagen. Ja, heul nicht rum, Alter. Das geht doch. So, was ist hier? Ist hier der Laden? Ja, sieht so aus. So, hi. Was geht? Willkommen im Item-Update-Shop. Oh, kannst du bitte mein Schwert besser machen? Das wäre geil. Hier kannst du deine Items aufbessern. Welche genau siehst du da drüben? Stell dich mit den Items, die du zum Updaten brauchst, auf die Plattform dort. Die Items müssen sich in der Aktionsleiste befinden. Achte darauf, dass die Items nicht gestapelt sind. Um auf Nummer sicher zu gehen, nimm alle anderen Items aus der Aktionsliste. Denk aber dran, du kannst das Update nicht rückgängig machen. Willst du nun etwas verbessern? Okay, das hätte man locker auch über Scripts regeln können. Aber gut, ist okay, wenn er sagt, ich kann nicht so gut scripten, dann macht er es anders. Ist okay für mich. Pfeil, Bombe und Schleim, das bringt mir eh noch nichts. Goldenes Elixier. Nee, aber ja. Hab ich alles nicht. Seide, Feder, Schädel. Doch, ich kann mir eine Angel kann ich mir machen. Oder Seide, Feder, Schädel und ein roter Rubin. Nee, hab ich nicht. Grüner Rubin, Schleim, Seide und Feder. Warte, das machen wir uns mal. Was habe ich da? So, alles weg hier. Weil gut gescriptet. Nee, ich find's wirklich nicht so schlimm. Also. Nicht übel nehmen, wenn ich die ganze Zeit Jokes mache. Ich finde es wirklich nicht so schlimm. So, was? Schleim, Seide und Feder. Und ein grüner Rubin. Schleim. Ah, Schleim fehlt noch. So, dann schauen wir doch mal. Jawohl. Roter Rubin, ich brauche jetzt Seide, Feder und Schädel. Schädel und dann noch Seide und Feder. Dann sollten wir nämlich eine Angel haben. Mhm, da ist sie schon.
Sehr gut. Die brauchen bestimmt für irgendeine Sidequest. Also so wichtig ist es jetzt auch nicht, aber Schaden kannst du nicht auf jeden Fall. So, dann Equip brauche ich da nicht eh nicht. Das brauche ich noch. So, machen wir so. Ja gut, dem kleinen Tümpel hier wird es wahrscheinlich nichts geben. Ne, komm, hau mal ab. Aber cool, also hier ist so eine Art Update-Dings. Ist ja schon mal ganz fein. So, und da komme ich in die Mitte. Zu meinen Sora-Keks. Hi. Ich bin gerade mal an der Luft. Ja, alle sind hier von euch an der Luft. Wow. Warum kann man es sich nicht aussuchen, als was man geboren wird? Ich würde nur zu gerne fliegen können. Ich habe mir sogar Flügel gebastelt. Aber ich brauche dafür hinten noch eine große Feder. Aber wo soll ich die nur herbekommen? Amazon? Keine Ahnung. Schau halt nach. Haben die bestimmt da. Was hast du? Im Wasser lebt sich's am besten. Ja, super. Ich bin gerne an der Luft. Ja, also ich merke schon, die Soras sind hier ein sehr ausgefallenes Volk. Ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge mal genauer an. Denn ja, für heute ist die Zeit einfach rum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich schätze mal, vielleicht können wir sogar schon den Dungeon anfangen. Mal schauen, je nachdem, wie schnell wir hier vorankommen in Soras Reich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei The Return of Link.